Servus und willkommen im Jurassic Park zu einer neuen Ausgabe. Und es freut mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mir natürlich wieder ein paar Dinge überlegt, aber überlegt ist nicht das richtige Wort, denn ich habe was entdeckt und ich war schier außer mir. Wir haben jetzt ja doch die großen Sauropoden freigeschalten und da haben wir ihn. Ganz versteckt hat er sich da reingemogelt. Der Brachiosaurus. Ist das nicht der Hammer? Brachiosaurus, das ist einer der größten Landtiere, die jemals aller Zeiten in Millionen Jahren auf unserer Erde gelebt haben. Und ja, also, da brauche ich ja gar nicht viel reden. Auf geht's, Leute. Haben wir Geld? War wurscht. Was, wie, was passiert da? Wieso passiert da irgendwas? Ach so, die sind noch dabei. Verstehe. Okay, na gut. War ich schon wieder viel zu voreilig. Okay, dann habe ich mir dabei was anderes überlegt. Ja, also ich habe mal nachgeschaut, man kann so hier, da können wir mal schauen wegen unseren, nein, heute das wollte ich jetzt gar nicht. Und zwar können wir hier mal schauen, wegen den Gästen auch, also 1590, 1732. Weiß ich nicht genau, was das jetzt bedeuten soll, was jetzt da Besucheranzahl, also eben aktuelle Besucheranzahl und Potenzial haben wir 1732. Weiß ich nicht genau, wie sich diese Zahl ergibt. Vielleicht Länge der Wege oder was auch immer, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Wege bauen. Insgesamt schaut es aber sehr gut aus alles, habe ich mir schon jetzt genau angeschaut, was auch sehr auffällig ist, dass wir bei den, mit den Einrichtungen fast genauso viel verkaufen wie mit den Ticketverkäufen. Also nicht schlecht, wir haben eine Anziehungskraft von 80%. Ja, das lasst sich doch alles irgendwo sehen. Und der beliebteste Saurier, Moment, kann man das hier auch nochmal sehen. War, glaube ich, hier auch. Und der beliebteste Saurier, natürlich, er versteht sich auch ganz von sich, der Chefe. Der Chefe selber, der König der Saurier, natürlich. Und weil das so ist, habe ich mir hier ganz nette Idee überlegt. Er hat ja genug. Also Platz hat er ja wirklich nur, unser T-Rex. Deswegen werde ich jetzt ihm hier, ganz böse, ein bisschen von seinem Gehege abschneiden. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt hier einfach... Oh, ich denke, das sollte reichen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was abgeschnitten. Dann machen wir hier, oh Gott, und ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Löschen. Abreißen. In Gebäude aus, nämlich Zäune ein. So. Ah, reißt das mal weg. Und ja, das auch. So. Ah, ich vergesse immer, dass ich ein bisschen brauche, dass das der Zaun baut ist. So, und jetzt bauen wir hier, finde ich total cool, nämlich noch einen Turm her. Woandersrum natürlich, macht Sinn. Wir sehen da oben auch wieder, man sieht hier, der Kreis, der sich mitbewegt, von da kann man da hinschauen. Und das fand ich schon ziemlich cool hier, gegenüber von diesem Hotel, dass wir hier nochmal so einen Aussichtsturm machen. So. Weiß zwar eigentlich gar nicht, warum das beides so schräg verläuft, aber okay. Mittlerweile machen wir über sowas nicht mehr Gedanken. Das nächste Mal versuche ich nur alles ein bisschen gerade zu bauen. Mag sowas. Gerade bauen. So, und dann hoffen wir mal, dass das die Attraktion nochmal steigert, so, wenn man unseren Chef sozusagen auch vom Turm aus beobachten kann. Das ist bestimmt eine gute Idee. Und steigert vielleicht auch nochmal die Attraktivität. So, jetzt aber nochmal. Sind wir fertig. Expedition, Karte, Brachiosaurus. Ich bin schier begeistert. Dreimal haben wir da. Also wenn das klappt, dann flippe ich aus. Sicher. Ja. Aufgabe starten. Frage ist eh, ob wir Geld haben. Ja. Und was ist jetzt angekommen? Zillion? Oh. Oh, 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 was haben wir? Oh, sehr schön. Den möchte ich ja unbedingt haben. Das ist ein Fünfer, ein Vierer, ein Vierer, Fünfer, Vier, Vier. Alles hauen wir raus.
3 und noch eine 3. Dann sind wir bei 60, 70, 80, fast 90%. Lasst sie, machen wir. Diese Extraktion ist ja immer relativ günstig. 50.000 ist jetzt die Welt. Machen wir. Gut. Und wir lassen da mal Rodriguez kurz pausieren. Jawohl. Du auch gleich. Ja, du auch gleich. Völlig egal. Mal wieder fitte Wissenschaftler. Auch schön. Gut, und schauen wir mal, was sagen die Leute so? Strom benötigt, Strom hat er anscheinend, habe ich gar nicht bedacht, sichtbare Saurier einer, aber was für einer. Cool. Sehr schön, so wollte ich das. Die Bewertung ist zwar nicht nach oben gegangen, aber ausschauen tut es trotzdem cool, finde ich super. So, und jetzt ist natürlich auch die Frage, wir haben ja hier, haben wir ein super Gehege, das ist ein bisschen klein. Da würde natürlich dann ein kleiner Saurier Sinn machen. Jetzt schauen wir mal nochmal, was haben wir denn hier? Also der kommt, der Europholi, den möchte ich auf alle Fälle haben. Den Dryosaurus, den Compsognathus, das wäre ja Fleischfresser. Für den, es ist ein kleiner, für den war es eigentlich genau richtig, gell? Compsognathus, aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr Genom. Na gut, jetzt ist gerade alles in der Mache. Bin schon wieder so ungeduldig. Okay, dann versuchen wir dabei mal was anderes. Komm, wir können ja schon fast nichts mehr bauen. Wann? Doch, aber wir könnten da unten nochmal ein Gehege bauen. Der steht natürlich auch saublöd, dieser Schutzbunker, gell? Aber gut, wir müssen da ja eh eine Besuchergalerie stehen, aber deswegen steht er trotzdem saublöd. Was ist denn jetzt wieder? Der anderen gefällt mir gar nicht. Können wir diesen blöden Schutzbunker nicht da herstellen? Daher. Ja, aber da haben wir, glaube ich, schon einen. Ja, da ist schon einer. Also eher. Da ist auch einer. Was ist denn los? Ah, Wirbelsturm. Okay. Ah, Schutzräume, alle Schutzräume öffnen. Auf geht's. Was ist kaputt? Ranger-Team, auf geht's, Jungs. Wir müssen was tun. Hier, zack, reparieren. Ah, die Geschäfte interessieren mich später erst. Wichtig sind im Moment nur die Zäune. Da ist ein Zaun kaputt. Macht ein anderes Ranger-Team 3. Hier, reparieren. Reparieren, reparieren. So, kriegt sie gleich einen Sonderauftrag. Und Sturm ist schon wieder vorbei. Gut, bin ja froh. Besucht Rangerposten. Du, mach mal hier, reparieren, reparieren und auch reparieren und dies auch gleich reparieren. Welches Ranger-Team hat keine? Alles muss repariert werden. So, und wir können dann kurz Pause machen, weil der Preis so lang, bis wir den Schutzbunker alle öffnen. So. Haben wir das Problem schon wieder? Ja. Relativ gut überstanden. Gut, alles klar. Gewitter gut überstanden. Können wir uns wieder diese Aufgabe? Nein, können wir nicht. Zuerst gilt es zur Forschung. Ei, viele Sachen gleich. Schnee haben wir. Also eigentlich muss ich das nächste Mal die Expedition, die Forschung nebeneinander bauen. Ich glaube, das macht mehr, wirklich mehr Sinn.
Okay, also, das können wir alles verkaufen. Erstmal die verkauften weg. Brachiosaurus, da haben wir. Schaut euch dieses Riesending an. Den Kamasaurus, den mag ich eigentlich nicht. Den wollten wir auch noch machen. Der hätten wir noch mit plus 3%, dann waren wir bei 90. Das machen wir, können wir. Können also, ah, verstehe, wir können schon mehrere Aufträge machen. Brachio. Brachio. Den Camarasaurus, den will ich gar nicht. Gut, dass wir ihn erforscht haben, aber wir machen jetzt nur die Brachios erst einmal. Da brauchen wir wie viel? 3. Na, mach du das mal, weil dann kannst du danach ein bisschen Pause machen. Wir schicken gleich die Expedition weiter zum nächsten Brachio. Beides das gleiche. Okay. Brauchen wir 8 Rädchen. 6, 8. Los geht's. Wieso ist denn das nicht repariert? Hallo? Bitte reparieren. Das wird schon repariert. Müssen wir mal schauen hier. Manchmal, die haben ja eine gewisse Haltbarkeit. Reparierst du das mal hier? Sonst noch kaputt. Lass mal von einem anderen Ranger-Team machen. Repariert Toilette, okay. Ah, wird schon repariert. Gut, okay, sehr gut. Läuft. Die Parkwertung ist ja wieder nach oben gegangen. Okay, sehr schön. Also, können wir uns wieder dem da unten widmen, wo wir eigentlich vorher schon waren. Dieser blöde Schutzbunker, der mich da total nervt. Na, wo ist er? Attraktion, kann ja keine Attraktion sein. Na, da. Schutzbunker. Den kann man eigentlich locker als ja hier herstellen. Dann geht uns der nicht so im Weg um. Das machen wir auch. Da kann man sowieso kein Gehege bauen. Hier könnte man eigentlich nochmal auch ein bisschen Läden und so herstellen. Sieht man an der roten Farbe. Ein bisschen fehlt. Relativ weit. Weil wir, wie wir den anderen abreißen. So. Oh. Den reißt man jetzt weg. Beide ein, so eine aus. Ja, bitte ab. So, ich drehe mir auf den Kopf die Karte. Und dann bauen wir jetzt hier eine Besuchergalerie, ja, genau gegenüber. Das schaut immer recht sauber aus. Zwei gegenüber. Kann man sehen, dann entsteht da so ein schönes Drehkreuz in der Mitte, wo man vielleicht sogar. Ach Mann. Wir haben wieder das Stromproblem. Okay, das lösen wir zuerst. Aber hier ist ein Strommast und Stromverbindungen. 10 Stromverbrauch, eine. Wie viel haben wir denn da noch übrig? Da haben wir noch einiges übrig. Sehr schön. Ist klar. Dann brauchen wir noch ein kleines Umspannwerk hier irgendwo her. Und dann wohl oder übel daher bauen. Also diese Umspannwerke, das finde ich echt furchtbar. Das ist so kreislig, aber es hilft nichts.
Wenn man dann da noch ein paar Läden herbauen, dann müsste man da auch nochmal eins herbauen. Aber es hilft ja nichts. Fällt mir jetzt auch nichts anderes ein. Die sind echt kreislig, die Dinger. Aber es hilft nichts. Ja, das machen wir auch. So, dann werden die verbunden. Ein toter Dinosaurier. Wer ist gestorben? Oh nein. Ein Struthimus. Okay. Na denn. Schade drum. Und alles andere ist schon wieder fertig. Okay. Ich komme. Bin unterwegs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir? Den Diplodokus. Das ist ja Nome, aber wir waren beim Brachio. Ja, wir machen schon den Brachio jetzt noch weiter. Die Riesensaur ist der noch größer oder wie? Naja, aber vier verschiedene Sauropoden braucht man nicht. Das macht ja, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen, Jungs, wieder los und zwar nochmal den Brachio. Haben wir noch was, oder? Ja, da. Drei, sechs, acht. Los geht's. Gut. Und die Fossilien haben wir jetzt nicht eingestellt, oder? Brachio. Ach so, haben wir schon. Und man sollte halt auch einen Wissenschaftler zuwenden. Nein. Furchtbar. Jawohl. Super. Sehr gut. Und wir fliegen wieder runter, unten in den Süden. Und. Sehr gut. So, und jetzt kommt. Kommt hier. Da ist die Frage, sollen wir Zweige? Nein, machen wir nicht. Keine Zweigehege. Es ist halt, ich überlege jetzt, aber das können wir uns später überlegen. Also machen wir zuerst die Besuchergalerie. Da haben wir es. Was Terrainbeschränkung. Jetzt machen wir nicht schwach. Ja, dann bauen wir halt ohne Gehweg hierher. So, dann wird der direkt herbaut. Da bin ich jetzt rigoros. Und dann bauen wir auch wie immer gleich einen Fünferzaun. Da müssen wir uns nicht überlegen, wegen Fleisch- oder Pflanzenfresser. Nutzen hier jetzt nochmal genau das ganze Gebiet aus. Oh, wunderbar. Dauert eher ein bisschen, bis der Zaun gebaut ist. Wie, du hast keinen Gehweg, echt? Habe ich doch ganz noch hingebaut. Oh, jetzt hast du einen Gehweg. Gut. Er muss natürlich, wir haben ja noch keine Deko gemacht. Nein, er muss ja alles noch Deko und so weiter. Klar. Gut, da können wir vielleicht, wie immer, unseren geliebten Baum. Oh, haben wir das blöde Ding da ein bisschen versteckt. Ist auch hier. Oh. Gut gemacht. Und die Masten überhaupt nicht so auf. Gut, okay, sehr schön. Und jetzt haben wir hier das Gehege, das muss jetzt erstmal gebaut werden und dann können wir uns überlegen. Ich glaube, für die Brachios ist das natürlich zu klein. Der Garden Park, das ist die Expedition, also die Forscher sind schon fertig. Silien, Frauen. Ah, im Moment bin ich total aufgeregt, weil es gibt echt. Ach so, sind die noch gar nicht da? Oh. Ach so, das ist der Brachio. 30 Sekunden, Entschuldigung. Wir können generell einmal, wenn wir gerade dabei sind, hier
die Masten ein bisschen verstecken. Der Hubschrauber kann trotzdem landen, oder? Ja, hoffe ich doch. Oh. Ich meine, wenn man unten ist, sieht man es ja nicht, das habe ich schon mal gesagt, gell? Aber da wir immer so ein bisschen drauf schauen, ist das für uns gefaked. So, oi, volles Haus. Kaufen, verkaufen, Brachio, da haben wir. Sau gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 3. Jetzt sind wir schon bei 81% mehr. Werden wir wahrscheinlich, kriegen wir da nicht mehr raus, oder wie? Okay. Okay, gut. Wir haben, glaube ich, gar nicht mehr. Ich denke, da werden wir uns mit 81 dann begnügen müssen, oder? Gibt es noch einen Brachio? Nein, es gibt nämlich gar keinen mehr. So. Dann muss das Genom reichen. Das hilft nichts. Hatokamera, Saurodiplodok. Ja, ich schicke Hatosaurus, da haben wir 92%, den haben wir aber schon. Da haben wir noch gar keinen, keine Prozente. Obsognathus, da haben wir 63%. Dann machen wir den jetzt auf alle Fälle noch. Ah ja, in Deutschland. Ja, ja. Macht ihr zweites Mal. Zollenhofen. Aha, spannend. Gut, okay. Jetzt schauen wir mal, bin jetzt 60% beim Brachio, beim Komposagner, da kommt jetzt noch was dazu. Wir haben den Eupolizapharus und den würde ich ganz gerne in unser großes Gehege stecken. Wenn die Ärgermacher kriegen, die ihr eigenes. So schaut's aus, genau das machen wir auch. Los geht's. Bin ich gespannt, ob wir gescheite Eier kriegen. Also den würde ich jetzt zuerst in dieses Gehege setzen und wenn er Schwierigkeiten macht, vielleicht dann eben ins untere. Hm? Hier kommen wir dann, da müssen wir uns jetzt nochmal umschauen, diese kleinen Fleischfresser. 81 beim Triosaurus, aber das ist ja kein Fleischfresser. 63 beim Komso, der kommt jetzt noch. Das wäre dann mein Favorit hier. Da sind die ja nochmal dabei. Genau. Jetzt noch genau gehen. Also es ist im Moment gerade recht spannend. Da hätten wir wieder ein bisschen Zeit einmal für Deko. Also Deko haben wir schon lange noch mal. Müsste man eigentlich echt einmal wieder machen. Mal lauter bauen, machen, da. Hier mal so wirklich. Ah, so ein bisschen wenigstens. So ein bisschen nach was ausschaut. Ich weiß ja immer nicht, hier diese Tore, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass die da Zufahrt haben. So.
Ein toter Saurier, ne? Ah, das ist leider wichtiger. Ja. Ah nein, Stuttgart schon wieder. Da haben wir jetzt gar keinen mehr, oder? Einer ist noch da, oder? Bauer auf der Party. Der ist einsam. Ja. Das heißt also, wir werden auf alle Fälle die Strutis nochmal nachzücken, züchten, das ist völlig klar. Zwei Eier haben wir, aber zwei gute. Sehr schön. Wissenschaftler. Der Antar ist schon. Oh, jetzt warten, bis der sich ausgeruht hat. Nö, du musst jetzt mal über deinen Schatten springen, mein Freund, und musst das jetzt machen. Dann darfst du dich. Produkttransport wird durchgeführt. Oh, okay. Scheu, Wahrscheinlichkeit einer Panik. Scheu, Scheu, Scheu. Immer auf alle Fälle die zwei. Belastbar. Okay, belastbar finde ich aber ganz gut. Naja, aber das mit der Panik, wir nehmen die zwei. Langt schon. So, alle haben alle Hände voll zu tun. Ja, gut so. Die Expedition auch, wir haben jetzt glaube ich eh keinen. Ja, gar keinen Wissenschaftler mehr übrig, oder? Der noch irgendwas machen kann. Okay. Naja, gut. Ich bin echt im Moment wieder ungeduldig. Also, dann widmen wir uns mal wieder der Deko. Ich wollte ja eigentlich, wir haben hier noch einen Platz, gell? Wir könnten hier eigentlich nur ein Geschäft herstellen. Gäste 500 von 500, okay. Da ist ja Gäste 500 von 500, ist ja alles voll. Und kaum sage ich es, ist die Brutstätte schon fertig. Wen haben wir? Die Strudis? Dann lasst mir die. Ach nein! Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Mein Fehler. Ja, Jungs. Nicht mehr ganz so aufregend, wie es am Anfang war. Ja, der Jeremy, der muss jetzt kurz warten. Das betäubt uns die mal schnell. Dann, ja, Jeremy, darfst Pause machen. Ich mache jetzt alles schnell. Da gibt mir jetzt hier. So, da la. Ja. Wobei wir eigentlich anscheinend recht wenig in der Attraktivität verloren haben. Weil die auch nicht sonderlich anziehend sind, oder? Anziehungskraft plus 4. Der T-Rex plus 400. Da sieht man mal den Unterschied. Ja. So, aber damit euer Freund nicht so ganz allein ist. Die kommt auch noch rüber. Wunderbar. Produkt unterwegs. Gut, Produkt unterwegs. Produkt. Das letzte. Aber da gab es ja auch schon genügend Streitereien im Film, was hier Produkt ist und was nicht.
So, und wir haben den Eupulinephalus und den lassen wir frei in der nächsten Ausgabe. Ja, freilich, ja, logisch. Ich freue mich doch, wenn ihr immer einschaltet und zuschaut. Und dann, den lassen wir natürlich jetzt hier frei und schauen uns das an und dann kommt er ins Gehege nebenan. Ja, tut mir leid, ihr Lieben. So, Cliffhanger müssen halt manchmal sein. Und ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zuschaut und dabei seid und dass euch das Spaß macht. Und ich habe ja versprochen, es gibt auf alle Fälle eine zweite Staffel, dann natürlich auch mit dem zweiten Teil von Jurassic Park. Das machen wir sicher. Neue Karte und so weiter und so weiter. Das wird bestimmt auch spannend. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Schaut das nächste Mal wieder rein. Freue mich wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal. Servus. Pfiat euch.